Hallo und willkommen zurück bei Zombie. Ja, diesem Spiel, wo ich noch nicht ganz weiß, was ich dem abgewinnen soll am Ende. Wir haben Zeitungen bekommen. Was ist denn das schon wieder? Kann man die hier irgendwo lesen? Oh, wow, wir haben schon noch 150 Punkte. Wir haben 3 getötete Infizierte. Läuft ja. Was sind denn das für Zeitungen, bitteschön? Ah, School Worn auf vorne. Wow, ja. Gelehrte warnen vor einer 400 Jahre alten Prophezeiung. Historiker behaupten, eine Prophezeiung aus dem 17. Jahrhundert kündige das Ende der Welt an und die Politik ignoriere diese Gefahr. John Dee, Ratgeber König Elisabeth I., der für sie in Europa als Spion unterwegs war und seine verschlüsselten Briefe mit 007 unterschrieb, war einer der bekanntesten Wissenschaftler seiner Zeit. Gleichzeitig war Dee Alchemist und gab vor, mit den Engeln zu sprechen. Er benutzte magische Rituale, um das abzuhalten, was er... Bitte was? Henochische Gespräche nannte. Na dann. Und bei diesen Gesprächen erzählten ihm die Engel, wie die Erde enden würde, sagte Professor Keating oder Keatinge oder wie auch immer. Historiker an der Oxford University, der sich seit mehr als 10 Jahren intensiv mit der sogenannten schwarzen Prophezeiung beschäftigt, Professor Keatinge gesteht ein, dass er zu Beginn seiner Forschung skeptisch war. Seine Meinung jedoch änderte, als er herausfand, dass die bereits die große Pest, den großen Brand von London, die Schlacht von Waterloo, den Zweiten Weltkrieg, die Unabhängigkeit Indiens und sogar den Golfkrieg vorhergesagt hatte. John Dee ist Englands höchsteigener, Nostradamus, sagte er. Und dies Vorhersagen für 2012 könnte noch schlimm, noch weit schlimmer. Naja, gut. Mehr haben wir jetzt, glaube ich, gerade nicht im Notizbuch. Und das ist, relativ uninteressant hier, was wir da so haben. Ja, also, das ist einfach nur so eine Hilfeding. So, wir haben jetzt hier eine Tür. Und alles andere, was ich gescannt hatte, war jetzt hier nichts mehr, glaube ich. Und von daher gehen wir einfach mal in die Richtung, die uns da vorgegeben wird. Ich scanne hier mal. Hier haben wir eine Türe. Gehen wir da mal durch. Soll auch unser Ziel sein. Ich scanne hier gerade mal. Da ist das Ziel. Da ist eine Tür. Da... Die Tür ist verbarrikadiert. Was haben wir hier? Ein Infizierter. Da ist ein Regal. Was haben wir denn hier alles? Alles mal durchscannen. Oh, da haben wir noch was übersehen. Guck mal einer an, was haben wir denn da Schönes? Guck mal da auch noch was. Guck mal an, was man hier alles hat. Man muss hier nur mal ein bisschen gucken. Noch mehr Munition. Ja, Munition ist etwas, was ich sehr gerne mitnehme. Ich bleib zwar erstmal bei der Nahkampfwaffe, weil ich noch keine genaue Vorstellung darüber habe, wie sich das mit dem Inventar beziehungsweise mit dem Munitionshaben denn so verhält. So, hier ist das Regal. Ich mache gerade mal eben kurz Licht an. Oh, da ist ein Zombie. Hallo, mein Freund. Komm ich darüber? Komm ich? Nein, daneben! Boah. Hat er uns getroffen? Ich glaube nicht. Geh weg! Boah. Jetzt verreck doch! Und tschüss. Meine Güte! Hier geht's ja vielleicht rund. Was haben wir denn hier? Er hat ein Sprudelwasser. Ja, na klar. Sieht aus wie eine Cola, aber es ist Sprudelwasser. Ist schon klar. Durch den Verzehr kann Lebensenergie teilweise aufgefüllt werden. Ja, nehmen wir natürlich mit. Kann ja nie verkehrt sein. Gut, den Zombie haben wir erledigt. Haben wir noch mehr? Ich scanne gerade mal. Oh, scheint. Da ist noch was. Was haben wir denn da?
Wir haben hier nichts. Cool. Noch mehr? Oh, Zeit haben. Da scheint nichts mehr zu sein. Alles gut. Da ist nur unser Ziel. Alles klar, dann gehen wir da mal hin. Alarm auf. Da haben wir ein paar Bretter. Mal wieder. Was haben wir hier? Oh, die Keycard! Yeah! Das ist sie. Was haben wir hier? Nix. Okay. Und dafür brauchen wir einen Hammer, um die Barrikade zu entfernen. Hammer nicht. Sollen wir mal eben kurz gucken. Irgendwelche Bewegungen? Keine Bewegungen. Alles gut. Ja, da vorne ist noch ein... Da! Zombie. Hat nichts dabei. Okay, und wir müssen jetzt in die andere Richtung. Speichern werde ich jetzt gerade mal noch nicht. Aber ich muss sagen, atmosphärisch gefällt mir das Spiel sehr gut, weil es halt ruhig ist. Es kann an jeder Ecke eine Gefahr lauern irgendwie. Und das, finde ich, macht das Spiel dann doch so aus. Okay, da will er mir aufmachen, aber ich gehe hier erstmal weiter. Das ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. Raben von Dien. Ja, von Dien haben wir ja schon gerade was gelesen. Hier gibt es jetzt zwei Wege, einmal da lang, einmal da lang. Jetzt gerne. Haben wir hier irgendwas? Da unten. Da. Da ist eine Tür, die ist geöffnet, aber ich würde gerne hier mal schauen. Vielleicht kann man hier noch was mitnehmen. Dann können wir hier mal Licht ausmachen. Alter, was ist das denn hier? Serverraum oder was? Da ist was. Da ist was. Da ist auch noch was. Jetzt wollen wir scannen. Ich könnte das nicht scannen. Oder ist das einfach nur der Knopf? Naja, egal. Auf jeden Fall hier oder was? Da haben wir ein bisschen Pistolenmunition und ein Erste-Hilfe-Kit. Kann man immer gebrauchen. Voll ist unser Inventar mittlerweile eigentlich. Ja, es füllt sich langsam. Alter, kann ich die Pistolenmunition nicht stacken? Oder ist bei 20 voll? Na super. Okay, 20 Schuss ist Maximum. Pro Stack. Schon mal gut zu wissen. Wenn ich jetzt hier Licht anmache, sehe ich dann aber was. Hier hinten wird es nämlich düster. Ich jetzt scanne. Oh! Ein Infinizierter. Naja. Was haben wir denn da? Ein Kuchen! Ah, lecker! Heilendes Objekt! Mittel! Durch den Verzehr kann die Lebensenergie aufgefüllt werden. Wir haben was zu futtern dabei. Ja, futtern ist doch immer gut. So, und hier geht's nach oben und dann geht's da nach unten. Ich hab noch mal eben kurz hier durch den wunderbaren. Also es gibt zwei verschiedene Wege. Ich gehe mal hier runter jetzt. Also sollten wir flüchten müssen, gibt es einmal den direkten Weg und einmal den... Alter! Okay, Ratten werden also auch als Bewegung... Alter, ist das gut? So, und da haben wir wieder was zum Aufheben. Was haben wir denn hier? Eine Schokolade! Miam, miam, miam! Nie verkehrt. So, ich gucke jetzt mal eben ganz kurz nochmal hier durch. Da haben wir zwar einen Rucksack, aber der interessiert nicht. Gut, hier scheint sonst nichts zu sein. Dann gehen wir halt durch diese Türe. Und hier ist auch dunkel. Mal eben kurz aufladen lassen. Das dauert doch eine ganz schöne Weile. Okay, aber es ist immer noch düster. Also da ist diese zweite Türe. Und da ist ein Exit. Dann verlassen wir mal diesen Ort und landen...
in irgendeinem Ladebildschirm. Oh, das ging schnell. Zombie hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Das würde ich so noch nicht behaupten. Man weiß es ja nicht. So, machen wir mal kurz Licht an. Schauen uns die gerade mal um. Scannen wir mal eben kurz. Da ist nichts. Okay, ja nichts. Gehen wir mal hier unten drunter durch. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Ja, was du nicht okay, willst, dann kannst du kommen, okay? Okay, da haben wir doch einiges zu plündern erstmal noch hier, bevor wir weitergehen. Okay, da ist mal nichts drinne. Haben wir hier was? Nein, noch nicht. Die Tür ist auf. Hier ist ebenfalls nichts. Da, wo sind wir? What the fuck? Ich höre Zombies. Da oben ist eine Cam. Hier hat mal jemand telefoniert, wenn ich das richtig sehe. Brick Lane. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Ja, sexy. Dazu müsste ich erstmal wissen, wie die aussehen. Boah. Welcome to London. Und diese Schreie hören sich mal mega geil an, ja? Die machen voll Mut. Wirklich. Wie sollen die Scheißdinger denn aussehen? Ja, ich gehe einfach mal in diese Richtung. Okay, da hinten sehe ich ganz, ganz viele Zombies. Wenn ich jetzt scanne, ist das gefährlich. Scheint gerade nicht der Fall zu sein. Da ist auch noch was. Was haben wir denn hier? Gar nichts, toll. Boah, Alter, was ist denn das für ein Gegröße da hinten, ne? Haben wir alles. Ich hoffe, die bleiben da hinten. Du stehst nicht mehr auf, mein Freund. Nix drinne. Der hat auch nix. Ich bete einfach mal, dass sie mich nicht sehen da hinten. Da hinten muss ich hin. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Ja. Wie man sieht, ne? Was jetzt? Irgendwo hier vorne ist noch ein roter Punkt. Hauptsache, ich bin da erstmal dran vorbei. Das war mir erstmal wichtig. So, da ist auch noch was. Da ist ein Tier. Gehen wir erstmal hier vorne hin, würde ich sagen. Da ist nämlich noch irgendwas. Was haben wir denn hier? Wir haben Sprudelwasser Nummer 2. So, das Ding, das haben wir ja
schon gemacht. Wir sollen weiter in diese Richtung. Ich schaue mich aber mal nochmal eben hier hinten um, ob wir hier noch irgendwas haben. Gerade in solchen Survival-Games kommt es darauf an, alles zu überprüfen, was es zu überprüfen geht. Auch wenn man nichts findet. Ich würde gerne mal wieder zurück ins Safehouse, wenn ich ehrlich bin, und da mal so ein paar Sachen einfach mal ablegen. Da vorne ist ein Zombie. Glaub ja nicht, dass ich dich nicht sehe. Die Richtung will ich ziemlich ungerne gehen. Warum? So, infizierter Plündererbasis, Objekt negativ. Ich muss irgendwie da hinten rüber. Ich guck mal, ob ich den ausschalten kann. Da! Da! Okay, und er ist leer. Also bisher muss ich sagen, das Spiel noch relativ, geht noch relativ zärtlich damit um. Also mit dem, was wir hier so tun. Lässt uns noch relativ locker überleben, ohne dass wir jetzt riesen Angst haben müssen, was ich wirklich dankbar annehme. So, hier können wir auch noch mal eben rein. Naja, was? Da ist nix. Da hinten ist noch was, eine Türe. Oh, das war hier vorne noch, das habe ich gesehen. Da ist noch was, da ist noch was, da ist noch was. Okay, da unten gibt es noch einiges zu plündern, sehe ich gerade. Was ist denn da noch? Da ist auch noch was. Okay. Das ist ja schon mal cool. Okay, hier kommen wir nicht durch. Das wollte ich jetzt nochmal checken. Können wir. Ah, hier können wir aber raus. Bringt das was? Ich gehe aber raus. Sind wir halt hier oben auf dem Dach. Okay. Jetzt können wir hier die Leiter benutzen. Okay. Ja, man muss sich ja so ein bisschen ins Spiel reingrooven. Also man kann ja nicht von hier von Hü auf Hot laufen. Da ist nix. Auch nix. Und hier vorne war da auch noch was. Das hab ich doch. Ziemlich verarschen. Da vorne ist auch noch was. Soll denn das sein? Objekt. Ist aber gar kein Objekt. Hallo? Okay, das Spiel verarscht mich. Finde ich jetzt nicht so toll. Okay, da ist nichts mehr. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ich werde hier gerade nochmal eben ganz kurz scannen. Das war wie gesagt nix und da geht es hindurch. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Ja, das glaube ich sogar. Ich mach mal kurz Licht an. Schau mich hier mal ein Zeit um. Da haben wir eine Türe. Da ist auch irgendwas. Da geht's zum Safehouse. Das werden wir natürlich auch tun. Gute Arbeit, Soldat. Gut, gehen wir erstmal zurück zum Safehouse. Da werde ich jetzt ein paar Sachen safen. Buhaha. Und natürlich auch mich selbst safen. Jetzt muss ich nur kurz mal gucken. Safehouse. Da ist der Bricket Lane Market. Okay. Ja, das ist auch noch so eine Sache, wo ich mich ein kleines bisschen erstmal eingrooven muss. Seht's mir bitte nach. So, zurück im Safehouse. Hier sind wir jetzt also. Können jetzt auch hier durch. Alter, was flackert das denn hier so?
Und ich habe mir gedacht, zuallererst lassen wir erstmal hier ein paar Sachen. Hier hat zurück. Alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Für was das haben wir denn so im Rucksack? Dein Überleben hängt davon ab. Wir lassen ein. So, Medikit lassen wir mal hier. Wir lassen ein Sprudelwasser hier. 6 Munition lassen wir mal hier. Ein paar Bretter. Komm. Den Rest können wir mitnehmen. Hat den Vorteil, dass wir einfach mehr mitnehmen können und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, was alles auf uns wartet. So, dann werde ich mir mal eben speichern gehen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Zombie. Und dann schauen wir uns mal in der nächsten Umgebung um. Bis zum nächsten Mal.